Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Overwatch auf Mirage. Wie stehen denn die, wie sind die Stats? Wir gucken mal rein. 16,5. Es hebt sich schon von den anderen ab, aber ist jetzt auch keine Meisterleistung. Wir schauen mal. Ich muss mich mal ein bisschen öffnen. Ich habe die Heizung an. What the fuck, dude? Einen lautlosen Schuss, sehr schön. Das sind so diese typischen Demo-Geschichten. Manchmal sind einfach Schüsse komplett lautlos. Ja, der war angesagt im Palace. Ich denke, das ging in Ordnung, auch wenn das jetzt schon dann so ein bisschen abgeaimt aussah, aber das hat gepasst. Nur waren eben alle Cities auf A. Oder habe ich da irgendwas? War das schon mitten in der Runde? Nee, ne? Das war eigentlich auch Anfang der Runde, soweit ich das sehen konnte. Okay. Oben ist noch einer und im Connector steht auch noch einer drin. Krasse Headshots, mein Freund. So halb geflasht. Aber möglich, also auf keinen Fall unmöglich. Ist der oben jetzt down? Ja, der oben ist doch nur noch der in... auf Stairs. Gucken wir mal. Eine recht schicke Flash. Er hätte ihn aber... also er war schon fast um die Ecke gekommen. Wenn er einen Warlock hat, dann war er sicherlich kurz schockiert, dass er auf einmal da wieder hochgeschlappt kommt. Wir gucken mal weiter, wir gucken mal weiter. Ich habe eben schon einen Fall gehabt, aber den konnte ich direkt wegdrücken. Das war wieder so eine... das war einfach ein zu 100%iger Instant-Hack. Das war dann ziemlich langweilig. Das habe ich durchlaufen lassen und ihn weggedrückt. Also ihn schnell gebannt, verstehst? Gut. Er hat den da oben jetzt so schön erwartet, aber den da unten nicht gesehen. Jetzt ist gerade schwierig zu telefonieren. Und er hat den da unten nicht gesehen. Also es schien so, als hätte er ihn nicht richtig gesehen, obwohl er da links stand. Also... hinter den Dingern, wenn er halt einen Warlock hat, dann, ja. Vielleicht wurde der in Palace auch von Stairs angesagt, dann ist es auch wieder keine Kunst, den schon so ein bisschen zu erwarten. Die haben eben geschossen, das heißt, da guckt man dann auch mal hin. Schön die Nüsse geschossen. Oben auf... na, er sucht jetzt gerade nicht rein. Ja, okay, er hat auf jeden Fall einen Warlock. Ich denke, er hat einen Warlock. Das Verhalten passt. Ne, von wegen, okay, gut, ich weiß, dass einer links oben ist, ich zoome jetzt erstmal nicht mehr ein und gehe einfach, ich tue so, als wenn ich in T-Stairs reinschauen würde, um den Angle zu verbessern, damit ich ihn dann, oh, sehen kann, huch, da ist ja ein Feind, der andere ist im Jungle drin. Er geht zurück, ja, da ist auch die Bombe in Connector. Hm. Er geht ganz schön hoch, wenn da jemand auf Stairs pickt, ist der Kopf ungefähr hier, ja, geht ein bisschen runter. Er sieht den halt, ne? Hier jetzt durch seinen... also da unten... okay. Ich gehe davon aus, dass er eine Sichtunterstützung hat. Was meint ihr an der Stelle? Ich bin mir da doch schon ziemlich... also schon... jetzt noch ein bisschen... Evidence und dann bin ich zufrieden. Dann kann ich ihm das drücken. Wir gucken mal. Einer geht wieder oben durch Palace durch, der andere unten bei T-Ramp. Aber er steht halt noch da für eine Smoke bereit. Der zweite kommt hinzu. Das ist ganz schön niedrig, aber in Ordnung. Also, so kann man gerne mal abaimen, wenn man will. Er kann ihn hier jetzt ja trotz, wenn er jetzt auch einen Warlock hätte, kann ihn nicht sehen, ne? Wegen diesem Schwarzen, oder? Das wird jetzt erst gerendert. Oder ist das hier drüben auch schon der Fall? Das weiß ich nicht, wie das in einem eingezoomten Dingens der Fall ist. Überleg mal, wie lächerlich es eigentlich gemacht ist. Also, wie fällt mir jetzt einfach gerade so auf, die Mechanik jetzt, vom Spiel her die Mechanik zum Scopen. Wird einfach abgedunkelt, der Bereich, innen drin das Fadenkreuz rein und dann einfach vergrößert zweimal. Da ist kein Linseneffekt oder sowas, wisst ihr? Doch ein bisschen, also... wow! Okay. Jetzt schreibt er gerade irgendwas so, what the fuck, guys? Oder er sagt, lacht, keine Ahnung. Er schreibt, oh mein Gott, du hast mich so erschreckt. Damn, it scared me. Aber er schreibt ganz schön lange. Huh. Ich weiß nicht, er ist immer noch... Der war ganz schön haarig, dieser Schuss. Ich denke, er schreibt gerade jetzt mit dem, um das irgendwie recht zu fertigen oder sowas. Ja gut, da könnte man jetzt auch selbst mit einem Warlock nicht viel gemacht haben. Da müsste dann eher eine Aim-Unterstützung rein. Die Headshots fliegen halt echt krass, ne? Der eine, ich glaube, er war eben viel zu niedrig, um einen Headshot zu drücken, gerade eben bei dem closen Kerl. Und trotzdem ging der Headshot rein. Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Also es sind sehr, sehr viele Headshots. Mit der AWP, obwohl er auf die Körper zielt oder daneben. Also diese Flicks kennt man ja, aber dass man dann jedes Mal auf den Kopf fliegt, da ist möglicherweise auch einfach noch eine kleine Aim-Unterstützung am Laufen. Wir gucken mal weiter. Sie machen... oh, da unten kommt einer hoch. Den hat man jetzt auch gehört, also komm, bitte. Den hat man sogar gehört. Und ich denke, er hat ihn auch gesehen, so schräg wie er geguckt hat. Aber er wollte jetzt
Er will uns jetzt davon abbringen. Von diesem Warlock-Verdacht. Ich hoffe, dass er noch was macht, weil sonst ist es doch ein bisschen undurchsichtig. Also, Aim Assist, ich... Ihr wisst, ich bin jemand, der zu allerletzten Cheater callt, also jetzt selbst im Matchmaking. Gerade weil einem selbst, ich kenn's halt, wenn man mal richtig on fire ist, dann macht man auch einfach mal einige Runden hintereinander nur Headshots und es hat das Aiming des Grauens, also im positiven Sinne, man hat's dann einfach drauf. Wir gucken mal, was er jetzt mit dem da Onspot macht. Der wurde schon gecallt, wahrscheinlich auch auf der Karte sichtbar gewesen, zumindest kurz. Er weiß also, dass er da eher links ist. Oh, bin ich mit? Heute nein. Ich hab Sauerstoffmangel. Was war denn das gerade eben für ein komisches Hin- und Hergegucke? Ich denke, ich drücke ihm da auf jeden Fall einen Aim-Assist rein. Die Shots gehen zu sehr. Oh! Habt ihr das gesehen, wie er auf den Kopf gepflegt ist, mein Freund? Hör auf, irgendwas zu erzählen. Bei Aim bin ich mir auf einmal gar nicht mehr sicher. Viele von euch sagen jetzt, hey, ich meine bei Vision. Viele von euch würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, ja, wenn er das eine hat, dann hat er höchstwahrscheinlich auch das andere. Aber da ich mir da nicht sicher bin, ich bin mir da nicht sicher. Da waren manche Sachen, da hätte er schon den Aimer nutzen können, aber hat es nicht gemacht. Auch wenn er mich damit verwehren wollte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber beim Aim bin ich mir sehr sicher, beziehungsweise sicher genug, um ihn auch zu drücken. Weil die Shots, gerade in den letzten Flick hat man jetzt, glaube ich, ganz gut sehen können. Einfach immer auf den Kopf drauf. Woppa! Deswegen, mein Freund, gibt es einen kleinen Aim-Assist für dich, du Sack. Vielen Dank fürs Zusehen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.